Meine Güte, ey. Das darf doch alles nicht mehr wahr sein, ey. Wie lange bitte noch? Ah, ich glaube, ich will mir doch dann lieber wieder ein Volvo. Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Eine weitere Folge ETS2. So, wir sind ja in Le Havre. In Frankreich. Und bin jetzt gerade am gucken, wegen einem Auftrag. Und zwar mir Vorratstank 19.800 nach Plymouth, England. Ist nicht so meins. Bratislava 19.000. Ach, Prag. Wir gucken mal, was die externen Aufträge hergeben. 16.000. Ist ein bisschen kürzer. Wir kommen auch ein bisschen weniger Geld dafür. Na, 19.000. Na, knapp 20.000. Ich möchte ja nicht, aber... England, ey. Nee. Ach, man sollte auch die richtigen Aufträge auswählen. Le Havre nach Bordeaux. Das ist ja noch weiter. Für 16.000. Nee, 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 nee. Komm, dann machen wir den externen Auftrag. Das passt vom Preis-Leistung. 16.000, komm. Auf, was soll's. Nehmen wir an, fahren wir. Werkstatt werden wir jetzt erstmal noch zu Hause ausbauen. Muss ja vorangehen. Kaufen uns jetzt haben wir noch die Werkstatt ausgebaut. So, dann müssen wir zuerst mal auf die Bank. Toll. 193.000, dann brauchen wir noch eine. So, jetzt können wir noch einmal 100.000 aufnehmen, aber das machen wir jetzt nicht. Garage. Hier nach Mannheim. Wenn die aufrüste, jawohl. So. Ja, jetzt kommt wieder die Zwischensequenz. Unsere neue Werkstatt. Voll. Gut. Arbeitsagentur. Müssen wir nicht mehr einstellen und gucken, was haben wir dann. Was haben wir dann im Angebot. Oh. Ja. Da ist sonst ja keiner da ist. Nehmen wir sie mal. So, jetzt haben wir noch eine Zugmaschine. Volvo? Renault, nee, Volvo. Und dann kaufen, jawohl, brauche ich mindestens 5. Besuche ausgewählt, geht auch nicht, da wir noch einen Auftrag angenommen haben, dann... Nö, dann müssen wir zuerst in den Auftrag fahren. Dann legen wir mal los. Bitte starten Sie die Motoren. Okay,
los. Ach, Fiona. Ja, wie habe ich dich vermisst, Fiona. Fiona. Unsere sprachgesteuerte Navigationsassistentin. Immer der blauen Linie. Ja, Sonneneinstellungen waren ja okay. Karl-Heinz hatte ja letzte Folge drunter geschrieben. War der einzige übrigens, der einen Kommentar hinterlassen hat. Danke, Karl-Heinz, wie immer. Sonneneinstellungen sind ja anscheinend okay, so können wir so lassen. Auch im Navi. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Ich sag mal so, wenn Fiona mir irgendwann mal auf die Nerven geht, dann werde ich ja auch abschalten. Ja. Hier endet es. Mach Sachen. So, da steht unser Auflieger. Gut aus. Luftdruck. Warum passt das denn jetzt wieder nicht? Das ist jetzt nur ein Millimeter. Alter Falter. Geringer Luftdruck. Ich habe ja jetzt auf Maximum stehen, also auf Aufsatteln für Erfahrene. Aber dass das Spiel jetzt wegen eigenem Millimeter jetzt so ein Theater macht, ey. Ich wollte eigentlich schon längst unterwegs sein, aber wie ihr seht, es ist wieder alles hinfällig. Ja, komm schon, ist gut. Weißt du, es ist ja nur die Zugmaschine. Es ist ja jetzt nicht ein Auflieger hinten dran oder sonst irgendwas. Da braucht er alles, kann ja aber ganz schön lange dafür. Und wir warten. Und machen einen Screenshot. Und wir warten, und wir warten. Junge, 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 Junge. So, jetzt probieren wir es noch einmal und wenn es dann nicht funktioniert, dann wird es abgeschaltet.
Aber das ist jetzt... Also noch mehr wie gerade drunter fahren kann ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt doch lachhaft. Hm. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier drin. Schwierigkeitsgrad Wagen. Liebeart, Stärke der Bewegung. Was sind für Erfahrene? Nö. Danke. Weil sonst kommen wir heute hier gar nicht mehr weg. Oh. Echt jetzt, ey. Meine Güte, in der ganzen Folge stehe ich jetzt hier schon rum. Wir haben ja schon 11 Minuten. Ey, es darf nicht wahr sein, ey. Oh. Fahrt vorsichtig. Ja, fahr vorsichtig. Ich brauche erstmal Luft, Fiona. Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt aber nichts hier weg hier, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Hoffentlich hat das jetzt hier keiner. Ja, hoffentlich hat das jetzt hier keiner gesehen, wie lange ich jetzt hier gestanden habe. Aha! Bleiben da bitte am Rande. Oh. So, dann geht's mal weiter nach Südfrankreich, Freunde. Kilometer auf unserem neuen Scania. Demnächst links abbiegen. Och, ich habe keine Lust, ich fahre da geradeaus. Oder wenn wir jetzt den Auftrag fertig gefahren haben, dann hoffe ich, dass wir nochmal einen Bonus, einen Erweiterungspunkt bekommen. Und dann fahren wir mal in die Werkstatt für einen stärkeren Motor. Demnächst rechts abbiegen. Weil 310 PS ist ein bisschen schwach. Ja. Werden wir auf jeden Fall dann die Motorleistung noch etwas ausbauen. Links frei. Jawohl. Nee, nee, nee. Was ein Aufenthalt in Le Havre. Echt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Also mit dem erfahrenen Aufsatteln, ich kann ja aufsatteln, ja. Es ist jetzt nicht so, als ob ich das jetzt den ersten Tag gemacht hätte. Aber dann so penibel zu sein und, also... Ich glaube, da hätte ich jetzt gerne noch 5-6 Mal vorwärts rückwärts fahren. Der hätte das nicht angenommen. Weil auch wenn du nicht ganz gerade drunter stehst, ja, also so eine halbe Zentimeter versetzt, ja, wenn du drunter fährst, machst du dann die Sattelplatte hoch. Und wenn du dann rückwärts fährst, dann durch den Königshafe zieht er sich dann ein bisschen bei. Ja, aber das dürfte jetzt kein Problem sein.
Ja, Wahnsinn. Sprachlos, ohne Worte. Oh, Telepass. Perfekt. Das macht man wieder die 310 PS. Das ist... Jetzt müssen wir an zu regnen. Das hat jetzt da oben auf der Anzeigetafel gestanden. Ich konnte es jetzt nicht genau ziffern. Uiu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